Hallo zum 22. Türchen meines Meditations-Adventskalenders. Heute geht es jetzt um etwas ganz anderes. Es geht nämlich gar nicht mehr um die Gedanken und es geht jetzt auch nicht um den Körper und wie man vielleicht korrekt sitzen sollte, sondern jetzt geht es tatsächlich darum, was man als rechte Praxis bezeichnet. Und ein Problem, was tatsächlich auftreten kann, ist, dass man vielleicht die Meditation nutzt, um aus dem Alltag zu fliehen. Oder dass man die Meditation nutzt, weil man sich darauf freut, ah, das macht Spaß und ich bin einfach mal für mich allein und ich komme runter, da fühle ich mich so richtig wohl, da tue ich was für mich. Das Problem dabei ist, das ist natürlich eigentlich alles ganz schön und gut, aber was passiert, wenn genau das nicht eintritt? Weil beispielsweise bei der Meditation, auf die ich mich so gefreut habe, unangenehme Gefühle auftauchen. Oder genau in dem Moment, wo ich meditieren möchte, reißt mir draußen die Straße auf und ich komme überhaupt nicht zu der Ruhe, die ich gerne hätte. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich sozusagen eine Art kindliche Neugier bewahrt und sozusagen ohne große Erwartungshaltung mit der Meditation einfach weitermacht. Denn sie gehen ja auch ohne große Erwartung, denke ich mal, zum Zähneputzen. Und so ähnlich sollte die Meditation dann irgendwann auch sein. Sie gehen einfach an ihren Platz zu möglichst immer der gleichen Zeit, wenn es geht. Setzen Sie sich hin und dann seien Sie einfach mal neugierig auf das, was kommen mag. Habe ich heute Ruhe? Werde ich heute vielleicht von außen gestört? Welche Gedanken werden vielleicht kommen? Welche kann ich loslassen? Welche vielleicht nicht? Einfach sich öffnen für das, was in der Meditation passieren wird. Und es einfach passieren lassen. Die Aufgabe für die heutige Meditation, einfach mal ohne Anspruch an die Meditation rangehen und sich einfach mal wie ein kleines Kind sich überraschen lassen, was heute in den folgenden 10 Minuten passieren wird.